Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Crusader Kings 3. Heute stelle ich euch eine neue Mod vor, und zwar eine, welche sich zur Aufgabe gemacht hat, dem Spieler ein paar Files zur Verfügung zu stellen, die eigentlich schon von Natur aus im Spiel vorhanden sind. Und zwar ist die Mod Undown Dates. Diese Mod heißt übersetzt quasi ungetane Daten. Naja gut, was die Mod jedenfalls macht, ist ganz einfach. Sie schaltet mehrere neue Startoptionen frei. Und zwar ist es so, dass diese Startoptionen in Anführungsstrichen schon im Spiel vorhanden sind. Auch schon teilweise ausgearbeitet. Was nahelegen lässt, dass es natürlich neue Startdaten, Startszenarien sind, die irgendwann mal per DLC oder kostenlosen Update nachgereicht werden. Und die Mod schaltet das quasi frei. Wir haben jetzt aktuell quasi das Jahr 600... 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1350 zur Auswahl. Jedes dieser Startszenarien bringt natürlich dann auch eine andere Karte mit sich, was sicherlich relativ interessant sein dürfte für Leute, die dann einfach mal ein anderes Startszenario haben möchten. Zum Beispiel im Jahr 600 sehen wir das Byzantinische Kaiserreich noch stärker als zuvor, aber wir haben auch die Sassaniden, die Westfranken, Lothringen, dann gut, der Rest hier, die germanischen Völker, natürlich alle zerstückelt, zerteilt, ja, was haben wir sonst noch so? Ich habe nur zwei große Reiche, die Sassaniden, die Byzantiner. Bayern gibt's aus irgendwelchen Gründen. Ob das jetzt so korrekt ist, glaube ich nicht. Wir haben Italien noch, aber gut. Wie gesagt, ist nicht ganz ausgearbeitet. Aber immerhin gibt es uns weitere Möglichkeiten, einfach mal das Spiel neu zu starten, neu zu spielen. Zum Beispiel sagen wir mal, wir gehen mal ins Jahr 1200. Gucken wir mal, wie die Karte im 12. Jahrhundert hier ausschaut. Das letzte Startdatum, was man so wählen kann, ist 1066. Die Mod ist natürlich auch am besten zu spielen mit dem No-End-Date-Mod oder halt natürlich über die Spielparameter das Enddatum ausstellen, dass ihr quasi unbegrenzt weiterspielen könnt. Hier im Jahr 1200 sehen wir schon das Heilige Römische Reich schön groß, teilweise in Italien mit drin. Frankreich, England, die Almohaden, Ungarn, Kumanien, die hier drüben in Indien, die Guriden. Die Ayyubids, Massoufiden, ne, auch alle relativ groß und stark. Karelien hier oben, Norwegen, Schweden hat sich schon gegründet, schön groß. Und dann haben wir natürlich noch zum Beispiel als letztes Startszenario, was jetzt aktuell zur Auswahl steht. Das späteste quasi wäre dann das Jahr 1350. Und im Jahr 1350 schaut die Karte dann so aus. Nämlich wieder sehr zerteilt. Ja, warum auch immer. Wir haben hier Frankreich, das Heilige Römische Reich existiert nicht. Wir haben Schweden, Mariniden, Kastilien, Aragon haben wir wieder da. Ja, und es gibt quasi all diese verschiedenen Startszenarien zur Auswahl. Denke ich mal, ist sicherlich relativ interessant, wenn man einfach mal andere Setting-Szenarien haben möchte. Ist natürlich noch nicht ganz ausgearbeitet. Ich denke mal, dass da der Mod-Creator in Zukunft noch ein bisschen die Startszenarien vielleicht weiter ausarbeiten wird oder nicht. Das wird sich zeigen. Oder vielleicht greift diese Idee jemand anderes auf. Ich meine, die generellen Settings haben wir jetzt schon mal. Man kann quasi die Mod nehmen, kann die kopieren und kann natürlich dann hergehen und die Startszenarien, die Startpositionen für alle Nationen bearbeiten. Sollte nicht mehr so viel Arbeit sein und kann natürlich dann dementsprechend die historischen Karten wiederherstellen. Denke ich mal, das wird relativ interessant, ob es da Leute gibt, die diese Mod-Idee aufgreifen oder diese Möglichkeit, die diese Mod jetzt eröffnet hat. Und vielleicht sehen wir in Zukunft dann ein paar Mods, mit denen wir dann auch im Jahr 2020 spielen können. Also zumindest auf der kleinen Karte. Außer jemand kombiniert die Mods mit der Weltkarten-Mod und dann können wir quasi 2020 spielen. Oder 2021 in der Zwischenzeit auch. Wäre bestimmt auch mal relativ interessant. Aber bis es soweit ist, müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Ich verabschiede mich wieder von euch für heute. Bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Also, alle Mod-Links natürlich wie immer in der Videobeschreibung. Wenn ihr noch weitere Mods kennt, die interessant sein könnten, gerne ab damit in die Kommentare. Wo angemerkt dabei ist, die zeige ich natürlich nur, wenn ich denke, dass sie für einen Großteil der Spieler interessant sein könnte. Viele Mods sind vielleicht ganz nett, aber meines Erachtens dann vielleicht nicht unbedingt was für den großen Markt. Deswegen zeige ich natürlich manche Mods nicht. Aber alles in allem bin ich immer sehr dankbar dafür. Diese Mod wurde übrigens von Project Neptunia vorgeschlagen, wie so viele andere Mods auch. Großes Dankeschön an dich. So, jetzt bin ich wirklich weg für heute. Euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.